Wenn ihr in große Not geraten werdet, dann erst wird es sich erweisen, ob ihr lebendige Christen seid oder ihr euch nur vom Christen nennt, die dann versagen, wenn sie sich bewähren müssen. Und es wird diese Zeit über euch kommen, wo nur ein lebendiger Glaube euch helfen kann, wo ihr euch bewähren müsst, wo die Kraft des Glaubens erprobt werden muss, die eben nur ein lebendiger Glaube aufbringen wird. Die Mehrzahl der Menschen steht nur in einem vom Glauben. Sie lehnen nicht ab, was ihnen gelehrt wurde, aber sie haben sich noch nicht ernsthaft gedanklich auseinandergesetzt mit den Lehren. Und so wie es einmal dazu kommen wird, dass sie veranlasst werden, zu ihrem Gott und Schöpfer zu rufen, dann werden sie ihn in der Ferne suchen, weil sie noch keine Gemeinschaft mit ihm haben, eine Gemeinschaft, die sich als Gefühl der Gegenwart Gottes auswirkt. Und solange dieses Gefühl noch nicht in Menschen ist, ist Gott noch nicht lebendig in ihm geworden, und der Glaube an Gott ist nur eine leere Redensart, denn er besitzt ihn nicht. Erst das Gefühl der Gegenwart Gottes kennzeichnet einen lebendigen Christen, und dieser wird dann auch die Glaubensstärke besitzen, die ihn in großen Nöten den Weg zum Vater nehmen lässt und sich von ihm Hilfe erbittet. Es wird viel Leid und Elend kommen über die Menschen, eben um ihrem Glauben eine Probe zu stellen. Und es kommt nicht auf die Konfessionen an, denn jede Konfession kann lebende und tote Anhänger umfassen, Menschen, die innige Bindungen mit Gott eingegangen sind und solche, denen Gott der ferne Gott ist und bleiben wird, denn sie wohl den Namen nach kennen, aber selbst noch keinerlei Bindung haben mit ihm, und ihn in Fällen plötzlicher Not anzurufen, um Beistand und Hilfe. Doch die Not kommt, sie muss kommen, um der Menschen willen, die gleichgültig dahingehen und sich selbst noch nicht entschlossen haben, wie sie sich einstellen zu ihrem Gott und Schöpfer von Ewigkeit. Sie muss kommen für die Menschen, die da glauben, Christen zu sein und nur den Namen nach sind. Von allen wird ein Bekenntnis gefordert für Jesus Christus, und ein solches Bekenntnis ablegen kann nur der Mensch, der im lebendigen Glauben steht, nicht aber die nur wissen von ihm, aber noch nicht das rechte Verhältnis zu ihm hergestellt haben, das er fordert, um ihr Erlöser sein zu können von Sünde und Tod. Jeder Mensch kann sich einmal für das rechte Verhältnis zu ihm entscheiden, und er sollte es in freien Willen tun, weil ihm das Erdeleben immer wieder Gelegenheit gibt zu diesem Entscheid. Wer aber saumselig ist, wer immer nur ein Formchrist bleibt, also wohl weiß um den göttlichen Erlöser, aber noch niemals seine Liebe und Gnade in Anspruch genommen hat, um aus seiner Gebundenheit erlöst zu werden, wer noch nicht wie ein Kind mit seinem Vater gesprochen hat, der wird erst durch Leiden und Nöte gehen müssen, um den Weg zu ihm zu finden. Er wird erst so empfindlich getroffen werden müssen, dass ihm nur noch der eine Ausweg bleibt, zu Gott in Jesus Christus zu flüchten und dadurch zu bekennen, dass er lebendig an ihn glaubt. Während der vom Christ oft noch seinen seichten Glauben verliert, wenn es hart auf hart geht und er dadurch beweist, dass er noch keinerlei Bindung hatte mit ihm, dem göttlichen Erlöser Jesus Christus, mit Gott selbst. Je näher es dem Ende ist, desto nötiger wird diese Erprobung des Glaubens sein,
Denn immer mehr sondern sich die Menschen ab, selbst wenn sie einer kirchlichen Gemeinschaft angehören, aber es ist nur noch eine Scheinbindung der Mitmenschen wegen, es ist nichts Wahres, Lebendiges mehr, das zu einer Gemeinschaft der Gläubigen gezählt werden kann. Es sind die Kirchen, nur noch weltliche Organisationen, aber nicht mehr der Zusammenschluss von tiefgläubigen Menschen, die in Jesus Christus den Gründer ihrer Kirche sehen, die nur auf festen Glauben gegründet wurde. Und die Menschen werden darum durch das Leben gezwungen werden, ein Bekenntnis abzulegen, denn die kommende Zeit wird sehr schwer sein für viele Menschen, aber doch für den lebendigen Christen auch von Segen, weil er die Bindung mit Gott immer fester knüpfen wird und er auch durch seinen Glauben herausgeführt werden wird aus aller Not und Bedrängnis, weil es für den lebendigen Christen nichts gibt, was nicht mit der Kraft des Glaubens bewältigt werden könnte. Amen.